Dass es an NRWs Schauspielschulen an echten Kerlen mangelt, darüber haben wir in dieser Woche berichtet. Die neuen Darsteller seien alle zu soft für harte Rollen. Doch einen haben wir noch gefunden. Der neue Bond-Bösewicht kommt vielleicht bald aus Nordrhein-Westfalen. Und wer schon bald mit 007 vor der Kamera stehen könnte, Angela Malzbender hat ihn heute in Köln getroffen. James Bond. In jedem seiner Filme kämpft er gegen hinterlistige Schurken. Gangster und Bösewichte machen dem 00-Agenten das Leben schwer. Und dieser knallharte Krefelder Kerl will Bond an den Kragen. Tom Barkal. Er kämpfte sich durch die Castings und knipste nach und nach die Brutalo-Konkurrenz aus. Jetzt ist er auf seiner Mission einer der letzten zwei Kandidaten für die Verbrechernachfolge in Hollywood. Also James Bond mitzuspielen als Bösewicht ist natürlich das Größte überhaupt. Ich meine, ich habe viele Bösewichtrollen gespielt, aber besonders in Hollywood oder mit Daniel Craig, ein mega Schauspieler, ja, ist natürlich für mich das Größte, ja. In der RTL-Erfolgssoap Alles, was zählt, verkauft Tom Barkal als Keule seit über 4 Jahren Pommes und Currywurst. Was ist das? Dein Ausweis für den Großmarkt. Damit kannst du jetzt eimerweise Remoulade kaufen. Wow. Ein harmloser, bodenständiger Typ will nun brutal hoch hinaus. Von der Seifenoper ans ganz große Filmset. Diesen Schicksal hatte der 45-Jährige vor einiger Zeit selbst auf die Sprünge geholfen. Ich habe vor 2 Jahren mal auf einer Party jemanden kennengelernt, der in Amerika arbeitet, in Hollywood. Und er fand mich ganz gut, guter Typ, und hat gesagt, schick mir doch mal ein Demoband. Das habe ich dann gemacht und ja. Dann kam letztes Jahr der Anruf und ich habe gedacht, wollen die mich verarschen oder was? Ja, und dann stimmte das ja, die Geschichte. Auch Sohn Marvin wartet gespannt auf die Entscheidung aus Hollywood. Für den 13-Jährigen gibt Barkal den liebevollen Papa. Doch beruflich will er jetzt eiskalt durchstarten. Bond immer einen Schritt voraus sein. Ich bin der perfekte Bond-Bösewicht, weil ich auch nicht gerade aussehe wie ein lieber Junge. Und ja, deswegen sollte ich das sein. Doch noch heißt es warten. Jeden Tag könnte die Einladung kommen. Zum Abendessen mit James Bond-Darsteller Daniel Craig. Und danach entscheiden die Filmbosse, ob Barkal 2011 bei den Dreharbeiten für den neuen Bond-Streifen dabei ist.